Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Brigitte Box Premium Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mit seinem stolzen Preis von 99,95 € ist der Brigitte Box Premium Adventskalender der teuerste, den man bei Beauty Love so bekommen kann. Ich erwarte auch einiges, weil die haben, glaube ich, 430 € Wert ausgerufen. Ich bin sehr gespannt, ob das auch wirklich erreicht wird, aber das rechnen wir natürlich nach. So schaut er aus. Ich finde, dass er ein wunderschönes weihnachtliches Design hat, was sehr erwachsen auch daherkommt. Und das passt halt auch zu der Brigitte Box an sich, ne, die ja auch eher sich so an Erwachsene richtet. Und ja. Wir starten und schauen in die Nummer 1. Die ist hier und ist sehr leicht. Hier stehen auch schöne Sprüche drauf. Die lese ich jetzt aber mal extra nicht vor, damit so ein bisschen, ne, man sich das auch selber noch so als Auspackerlebnis geben kann. Wir haben hier von Clinique die High Impact Mascara 01 Black und hier sind 3,5 Milliliter drin enthalten. Ja, das ist so eine Mascara, die wir echt öfters mal so in den Fingern halten dürfen, weil sie auch vielleicht mal bei Douglas mit dabei sind, wenn man was bestellt oder so. Ich persönlich finde sie zu wenig. Eine liebe Freundin, ihr kennt sie, die liebe Michelle, findet die total klasse. Und ich glaube, die lege ich auch für Michelle zur Seite für den nächsten Mädelsabend. Den haben wir nämlich Ende November. Mache ich ihr eine Freude. Die Nummer 2 enthält eine Tagescreme, eine Rejuvenating Day Cream von Zukin, Purely Ageless. 20 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist ja so eine relativ grüne Marke, sage ich mal dazu, also von den Inhaltsstoffen her und so, ne? Ja, also sehr hautverträglich und halt so ein bisschen Anti-Aging. Ist auf jeden Fall eine ganz schöne Geschichte, wenn man dann so in den Dezember reinkommt. Ich weiß nicht, wie reichhaltig die ist, aber man kann es auf jeden Fall, denke ich, sehr gut gebrauchen in der kalten Jahreszeit, sich einfach noch ein bisschen extra Portion Pflege zu gönnen. Ich hätte Bock auf so ein bisschen etwas spektakulärere Produkte und nicht so absehbare. Deswegen schauen wir mal, ob sich in der Nummer 3 irgendwas Spezielles verbirgt. Oh, das ist was, das kann ich wahrscheinlich meiner Mama sehr gut geben. Eau Thermale von Avène, ein Thermalwasser für empfindliche Haut. Hier haben wir 50 Milliliter drin. Das ist so ein Sprayer. Die Flasche darf man nicht schütteln. Das sprüht man sich einfach so auf die Beine oder auf die Stellen, wo man zum Beispiel Neurodermitis oder empfindsame Haut hat oder so, ne? Also das ist ganz cool. Die Nummer 4. Oh, wir haben was von Purelay hier drin. In Roségold? Heide nein, das finde ich sehr interessant. Neben mir steht der Purelay Adventskalender, den ich tatsächlich gleich auch noch auspacken wollte. Ich bin gespannt, wahrscheinlich wird der von Brigitte Box eher online kommen, weil die sind auch noch verfügbar. Hier haben wir eine richtig schöne Halskette drin, also an und für sich ist die richtig schön. Hat eine schöne Länge. Hier unten haben wir so zwei Perlen dran. Oh, da stehe ich ja drauf, ne? Perlenschmuck ist ja voll meins. Das Einzige, was ich hier tatsächlich nicht so mega geil finde, ist halt die Kette an sich, weil das so eine... Ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so eine Schlangenkette ist. Da verheddern sich meine Haare halt extrem drin und das ist ein bisschen schade. Hier ist es ganz schön, denn du hast hier so ein Vieh, was du halt auch so runter oder hochschieben kannst. Das heißt, du kannst dir dann entweder da so eine kürzere Kette oben mitmachen und hast dann hier unten längere Bommels oder kannst es dir auch so schräg machen, ne? Je nachdem, wie man so Bock hat. Finde ich an und für sich, wie gesagt, total schön, aber für mich leider nichts wegen meiner Haare. Die Nummer 5, der Tag vor Nikolaus. Hier haben wir ein Lippenpflegeprodukt drin von Be Natural, das Beeswax Wax Wax Lip Balm mit Acai. Und jo, das ist halt auch ein Produkt, ne, was man jetzt echt vermehrt überall so in Boxen findet, in Adventskalendern findet. Ist es so ein Hype-Produkt? Hat das jemand von euch schon mal ausprobiert? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich kenne es nämlich ehrlich gesagt noch gar nicht so intensiv. In goldenem Kleid kommt der Nikolaustag daher. Oh lala, hier sind Ampullen drin, Leute. Wahnsinn von Barbour. Pollution Protect, die Anti-Pollution und Ebenmäßigkeit Ampullen, 7 Stück von Barbour. Hei, hei, hei. Die kosten, glaube ich, auch 19,90 € oder so. Ne? Ihre 20 € müsste diese Geschichte hier schon kosten. Also das finde ich schon mal nett. Und wir müssen ja auch irgendwie an die 430 € kommen. Von daher brauchen wir hier noch ein paar mehr Klopper drin. In der Mitte befindet sich die Nummer 7 und das hier ist von Lindesa Save the Bees Classic Hautschutz und Pflegecreme mit Bienenwachs. Wunderschönes Produkt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendeiner meiner Mütter, meiner Mama, meiner Stiefschwiegermama, meiner Oma, irgendeiner von meinen Muddis habe ich dir schon mal geschenkt und dann auch schon mal dort gerochen. Ich glaube, meiner Stiefschwiegermama in Spee.
glaube ich. Und da mochte ich das eigentlich, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ich weiß es aber gerade nicht hundertprozentig. Hier sind 50 Milliliter drin. Ich finde es super wichtig, dass wir die Bienen retten, weil es ist einfach Hardcore, Leute. Guckt euch das in Asien an, wie die Leute da selber auf den Bäumen rumkraxeln, um die Obstbäume halt zu bestäuben, ne? Wir brauchen Bienen und wir müssen freundlich mit denen umgehen. Unser Nachbar ist Hobby-Imker und hat hier so einen Bienenstamm, Bienenvolk nennt man das. Das fliegt auch gerne über unser Grundstück, trinkt bei uns am Teich, bestäubt unsere ganzen Beerensträucher und hat einen Spaß. Und die stechen auch nicht, die sind voll lieb. Also seid lieb zu den Bienen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Oh nein, ehrlich. Es passt für mich persönlich zur 8, weil der 8. Dezember ist Sammys Geburtstag und mit Sammy bin ich ja auch viel unterwegs. Wir gehen viel spazieren und so weiter und wenn ich dann neue Schuhe habe, könnte es sein, dass ich mir Blasen laufe. Hier sind Blasenpflaster drin. Yay! Schiete! Nee. Also das finde ich nicht in Ordnung. Wenn ich Blasenpflaster brauche, dann kaufe ich mir welche, ne? Ja. Über die Nummer 9 möchte ich mich immer besonders freuen. Oh, wir haben hier eine Kerze drin. Ich liebe es, wenn wir in Adventskalender Kerzen drin haben, weil ich selber auch in solche Kläppchen super gerne Kerzen reinpacke. Das gehört einfach zur Weihnachtszeit, ne? Jetzt gerade im Nebenraum bei uns im Wohnzimmer brennen auch einige Kerzen. 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen brennen da gerade. Wir haben aber auch ein großes Wohnzimmer. Und hier haben wir von Yankee Candle Unwrap the Magic. Richtig cool. 104 Gramm haben wir in dieser Kerze drin. Die werde ich auch verwenden. Ja, da habe ich Bock drauf. Das ist schön. Oh, die riecht auch sehr, sehr weihnachtlich. So fruchtig, beerig. Mag ich. Also toller Duft, mag ich gerne leiden. Wird dann auch sehr schnell jetzt bei uns gleich geöffnet werden. Finde ich klasse. Das ist toll. Die Nummer 10. Oh. Riesenschachtel, kleines Produkt. Naja, aber gut, so kann ich den Adventskalender, oh, ich habe mich selber gehauen, selber super weiter befüllen und weiterverwenden. Revlon Restart Color Protective Gentle Cleanser Shampoo. Na guck, 50 Milliliter, mag ich gerne leiden, finde ich toll. Und ist halt praktisch, weil du hier oben halt so drauf drücken kannst und dann kannst du es direkt unter der Dusche verwenden und musst nicht irgendwie mit irgendwelchen Duschdeckelviechern rumfummeln. Mag ich. 11.11, bring me to heaven. Ja, ich würde mich echt freuen, wenn wir hier ein bisschen mehr wieder Krabum reinkriegen bekommen. Was war das für ein Satz? Ein Toner von Skin Chemists London. Das ist ziemlich teuer, das Produkt. Advanced Collagen Facial Toner mit 60 Millilitern. Da habe ich letztens erst den Preis so rausgesucht. Ich glaube, weil das in einer Pinkbox oder so mit drin war. Ich glaube, das kostet irgendwie auch seine 20 Euro. Ne? Ist gar nicht mal so günstig. Ich verwende gerne Toner und auch Kollagen-Toner. Und deswegen, den habe ich auch schon bei mir im Backup. Deswegen mit der explizit jetzt weiter wandern. Aber es ist schön, dass es mit in dem Adventskalender drin ist. Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir wieder ein Tübchen von Sukin. Also die sind hier ganz gut vertreten. Blemish Control Clearing Facial Wash. 20 Milliliter. Und das ist halt für so, ne, ölige Haut und zu Unreinheiten neigende Haut, so kann man das sagen. Ein ganz normales Waschgel. Sein Gesicht sollte man auch wirklich ab und an mal reinigen. Ne? So ein-, zweimal täglich wäre gar nicht mal so verkehrt. Und jo, ist mit bei, finde ich gut. Ich glaube, bislang war bei noch keinem Adventskalender die 13. Pechzahl. Ich guck mal, wie das sich jetzt hier so verhält. Nee, auch das ist ein cooles Produkt. Eine Overnight Mask mit Rosenduft von Alverde. Ist jetzt nicht so super hochpreisig, ne? Aber ich mag sehr gerne Rose. Und das kann man sich auch schön aufteilen für mehrere Anwendungen. So als Nachtcreme ganz einfach. Also ich würde mir das jetzt nicht komplett die ganzen, wie viel sind hier drin, 10 Milliliter ins Gesicht knallen. Das kann man sich besser so ein bisschen, ne, über mehrere Tage aufgeben. Filzer einfach irgendwie ein Pöttchen oder du schneidest es hier oben in der Ecke auf und dann kannst du es so runterrollen und dann irgendwie mit einer Büroklammer oder einem Bobbypin zumachen. Da kommt da auch keine Luft dran. Also von daher hat man da ein bisschen länger was von und finde ich gut. Die Nummer 14. Ja, natürlich. Die müssen jetzt auch was reinhauen, was den Preis hochtreibt. Und zwar von Avant Shea Butter Rice, bla bla bla, Age Radiance, 8 Hour Radiance Renewal Sleeping Mask. Eine Sleeping Maske nach der nächsten ist jetzt ein bisschen blöd, muss ich gestehen. Aber egal, 50 Milliliter sind hier drin und dieses Tübchen hat einen Wert von 99 Euro. Das ist jetzt schon in mehreren Adventskalendern drin gewesen. Ist ein gutes Produkt, um den Warenwert nach oben zu holen. Ich glaube, mal ein Serum von Avant ausprobiert. Fand das jetzt einfach okay, ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich hole mir das für 99 Tacken. Nee. Aber man freut sich, wenn es mit drin ist. Da beschwere ich mich nicht drüber, ne?
Die Nummer 15 ist auch wieder so ein großer Brocken. Oha. Ja, jetzt hauen sie, jetzt, ne, zum Ende hin hauen sie. Hauen sie rein. Hauen sie. Mutmaski, Eye Booster. Richtig geiles Zeug. Eye Serum, Vitamin Infused, 30 Milliliter. Auch das hat irgendwie einen Wert von 49 Euro. Ist schon hardcore, ne? Das kann man sich entweder solo aufgeben, also als ganz normale Augencreme. Oder du machst dir das einfach so als Augenserum und gibst darüber dann nochmal eine reichhaltige Augencreme, je nachdem, was du halt so brauchst. Ne? Also ich brauche halt wirklich super viel Reichhaltigkeit bei mir, weil ja, meine Haut ist halt einfach so, wie sie ist. Sie ist furztrocken, ne? Und ja, ne, finde ich gut. Ist ein gutes Produkt. Die Nummer 16. Hier haben wir auch wieder eine Tube drin. Carrara Culture of Care Exclusive Whitening Toothpaste with Maple Mint Lemon Flavor. Yay, eine Zahnpasta. Das wünscht man sich ja in einem Adventskalender. 75 Milliliter sind hier drin. Ja, ne, geht bei uns in eine Backup-Kiste, in den Backup-Schrank, wie auch immer. Dann nimmt mein Freund sich mal welche raus. Ich nehme mir mal eine raus. Und wenn ich eine aufbrauche, dann landet die vielleicht mal im Aufgebraucht-Video. Wenn mein Freund eine aufbraucht, landet sie nicht im Aufgebraucht-Video, weil er seine Produkte einfach entsorgt. Ne? Also das ist, wie es ist. Und ja, yay. Ist genau wie so ein Blasenpflaster. Ne? Gibt Leute, die sich da hart drüber freuen, weil die sagen, Mensch, jetzt am 16. Dezember, meine Zahnpasta ist gerade leer gegangen und oh mein Gott, ich freue mich wie Bulle. Und ich denke mir, yay. Ebenfalls im goldenen Kleid kommt die Nummer 17. Hier haben wir was Schweres drin. Auch das hatte ich letztens schon woanders mit dabei. Ja, schade. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Düfte. Ich habe jetzt die Duftrichtung Lush Slime von We Love, das Deodorant, vegan, We Love the Planet. Es ist super. Es ist so ein hochschiebbares Deo, so ein Stick, den ich eigentlich total klasse finde. Und ich hatte auch mal einen von Ben & Anna, den habe ich auch aufgebraucht. Der ist an und für sich in der Anwendung super, aber wenn du halt in den letzten Zügen bist, dann bricht dir das Vieh halt immer wieder ab unter der Achsel und fällt auf den Boden und ciao Kakao. Aber an und für sich finde ich das total klasse. So eine plastikfreie Geschichte. Das hast du halt hier einfach aus Pappe und kannst es dann so mit der Körperwärme hier unten hochschieben. Und mit der Körperwärme schmilzt es dann unter der Achsel und hat dann so einen Deo-Schutz. Aber ich mag halt nicht so gerne diesen Leimduft. Das riecht für mich halt einfach zu sehr nach Chlorreiniger. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt die Nummer 18, die sehr leicht ist. Was haben wir denn hier? Schwierig. Also Nahrungsergänzungsmittel oder solche Globuli-Viecher in Adventskalendern halte ich persönlich nicht für so geil. Die haben mir mal eine Zeit lang auch diese ganzen Haarvitamine reingeknallt, was ich nicht unbedingt nachvollziehen konnte. Jetzt haben wir hier sogar Bachblüten, Original, Globuli, nie, nach Dr. Bach direkt Viecher drin. Yay. Nicht so meine Welt. 3 Gramm sind das. Ja, ist Homöopathie, muss man dran glauben, ne? Soll einen ja auch irgendwie beruhigen und so weiter. Jeder wie er meint. Ich brauche es nicht in einem Adventskalender. Obwohl es natürlich süß gemeint ist, ne? Weil Weihnachtswoche, dann bist du vielleicht ein bisschen so auf 180 in deinen letzten Zügen der Vorbereitung und brauchst dann mal so ein bisschen Chilleritis, aber dann trinke ich mir lieber eine Tasse Tee oder sowas. Ja, egal. Die Nummer 19. So, hier haben wir ein kleines Produktchen drin, aber mit einer tollen Wirkung. Das Lancôme Advanced Genifique Concentré Activateur de Jeunesse. Ein Youth Activating Concentrate mit 7 Millilitern. Das ist auch ein Produkt, was echt seinen Wert hat, ne? Da hatte ich bei dem anderen Adventskalender auch schon mal drüber nachgedacht, ob die, weil du hast es halt oft in irgendwelchen, ne, Adventskalendern drin. Ist das ein Produkt, was halt super gut verkauft wird und damit wollen die dann den Leuten eine Freude machen, wenn die das in die Adventskalender reinpacken? Oder ist das ein Produkt, was einfach nicht läuft? Ich weiß es nicht, aber es ist jetzt so häufig schon bei mir gewesen, habe ich auch schon mal verwendet. Fand ich ganz schön, aber fand ich jetzt nicht so geil, dass ich sagen würde, ich kaufe es mir nach. Ne? Aber ich meine, ich habe jetzt mittlerweile so viele von diesen kleinen Dingern, da könnte ich mir halt quasi auch eine Full-Size selber draus zusammenbasteln und dann auch mal wirklich eine Langzeit-Guckerei machen, wie dann meine Haut sich verändert und nicht nur, dass es halt bei mir funktioniert und nicht irgendwie irritiert. Jo, ist aber schön, dass es im Adventskalender drin ist. Die Nummer 20 fühlt sich an, als wäre da gar nichts drin. Oh, unser nächstes Schmuckstück von Purelay ist hier drin. Oh, es sind Steckerohrringe. Die sind passend zur Kette. Das ist natürlich jetzt so ein kleiner Zwiespalt für mich, ne? Ich liebe Perlen. Das sind jetzt 2 Stück. Einer reicht euch zu zeigen, glaube ich, oder? Oh, das ist einfach so ein Pärchen. Also wunderschön. Ist auch wieder Rosé-Gold. Mag ich richtig gerne leiden, auch von der Größe her. Es ist optimal und ist halt total klasse, dass es auch ja, jetzt dann auch wirklich zu der Kette passt, ne? Ist schon geil. Die Nummer 21.
eine Pinzette, ja. Da ist jetzt keine Marke drauf vermerkt. Ich setze sowas immer, also ne, das fühlt sich auch relativ schwer an. Das würde ich jetzt tatsächlich so mit 10 Euro ansetzen vom Warenwert her, weil die doch, also die hatte ich jetzt genau, die Pinzette ist halt in mehreren Adventskalendern schon drin gewesen. Die fühlt sich sehr, sehr schwer an und recht hochwertig. Ist auch vorne schön schräg und läuft gut zusammen. Also das sieht alles toll aus, ist auch entgratet. Also da hast du jetzt nicht irgendwelche Zackenviecher bei oder so. Ne, deswegen 10 Euro würde ich dafür auf jeden Fall ansetzen, weil ja, ne, so in Relation zu anderen würde ich das so denken. Ach so, ja, zu der Pinzette an sich. Ich mag Pinzetten in Adventskalendern, das ist ein bisschen freaky, aber ja, liegt halt einfach daran, dass wir hier in diesem Haushalt super viele Pinzetten verwenden. Die Nummer 22. Natürlich, es fehlt uns noch ein dekoratives Lippenprodukt und zwar haben wir hier Judith von Judith Williams Plumping Lip Gloss Volumen Shiny Finish und Feuchtigkeit in der Farbe 685. Und ja, wenn das halt nur so ein Gloss ist, dann werden die Lippen ja nicht so... Ja, mega, Aprikot, Pink, was für eine Farbe auch immer das sein soll, sein. Ja, aber also finde ich auf jeden Fall cooler, als wenn da jetzt mal wieder der nächste rote Nagellack oder der nächste rote Lippenstift drin gewesen wäre. Also die Farbe mag ich eigentlich ganz gerne leiden. Und so einen Volumeneffekt mag ich auch ganz gerne auf den Lippen. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Was dürfen wir denn am Tag vor Heiligabend machen? Wir dürfen uns weiter schminken. Inbuilt Sharpener, die Feiner Liner von Kia T London, den habe ich auch schon da. Den hatte man auch schon mal so in der Box mit drin gehabt. Kia T London ist auch eine schöne Marke. Die haben sehr verspieltes, mädchenhaftes Verpackungsdesign, was mich als Verpackungsopfer natürlich hart anspricht. Und ich habe den halt in so einer Champagner... farbenen Farbe, sage ich jetzt mal. Ja, genau den. Und ich weiß gar nicht, welche Farbbezeichnung das ist. Gel-Eyeliner mit Sharpener. Yay. Genau, das ist dieser Starburst. Den hatten wir auch schon mal in der Box bei. Kann man sich auch für Wasserlinie geben oder halt wirklich als Eyeliner so, ne, auf dem Lid auftragen oder so. Oder wenn man hier so einen Strich sich hinmalt oder so, um die Crease nochmal zu betonen. Ist das eigentlich ganz hübsch. Die Nummer 24 ist groß. Und macht komische Geräusche. Ich möchte reingucken. Oh, wir haben ein Pink von mir drin. Ein Parfum von 4711 Limited Edition Aqua Colonia. Pomegranate and Eukalyptus. Aktivierend, stimulierend. Hast du nicht gesehen? 50 ml haben wir hier drin enthalten. Ja, hört sich jetzt nicht unbedingt nach einem Duft an, der für mich halt super ansprechend ist, weil ich bin eher so für diese, also ich persönlich mag halt lieber florale Düfte oder so schwerere Düfte. Das ist mehr so meins, ne? Also alles, was so in La Vie et Belle Richtung geht, ist natürlich meins und auch dieses Yves Saint Laurent Black Opium ist auch voll meine Welt. Ich glaube, das ist nicht so ganz meine Welt, bin ich ehrlich. Deswegen lasse ich es auch verschlossen, dann kann ich das nämlich auch zu Weihnachten oder in einem Adventskalender weiter verschenken. Aber schöne Nummer 24, also so ein schöner krönender Abschluss ist das, finde ich. Hier sehen wir jetzt den Adventskalender, den wir auch schon am Anfang gesehen haben, in leer. ja, also zum Review oder zum Fazit des Ganzen. Wir haben vor allem Gesichtspflege hier mit drin enthalten, was wir aber öfters in den Adventskalendern so drin haben. Ich persönlich muss einfach sagen, dass mir hier irgendwie so ein bisschen dieses Spektakuläre gefehlt hat. Mir hat so dieser Überraschungseffekt gefehlt. Mir haben irgendwelche Produkte gefehlt, wo ich sage, oh geil, noch nie gesehen oder sowas. Ne? Das wäre ganz geil gewesen. Klar, die Kerze war auf jeden Fall so ein, ja, fand ich schön, ne, dass die auch so mit drin war. Aber wir reden hier von einem Adventskalender, der nahezu 100 Euro gekostet hat. Ne? Und da erwarte ich mir einfach so mehr Gefühlsknaller. Das Parfum war natürlich jetzt auch nochmal so eine kleine Abwechslung, weil das halt auch recht überraschend kam. Aber wie gesagt, da ist, ne, ich mache diese Videos einfach, damit ihr selber schauen könnt, ob der Inhalt sich für euch persönlich eben für den Preis, den man dafür bezahlen würde, eben hier die 99,95, lohnen würde. Für mich persönlich würde sich das ehrlich gesagt in dem Fall jetzt nicht lohnen. Ja. Selbst wenn die Produkte 430 Euro wert sind. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so mein Gedanke, wenn ich überhaupt Adventskalender-Unboxings hier mache. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Video und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!